Buddy? Hey, ich suche nach zwei Kindern, Scott und Mo. Mo? Das ist mein neuer bester Freund, wissen Sie? Nach Buddy natürlich. Hast du ihn heute gesehen? Heute nicht, nein. Aber er und Scott kommen in letzter Zeit oft zum Spielen zu mir und Buddy. Am Anfang hat Buddy ihnen nicht getraut, aber jetzt haben wir echt viel Spaß. Kennen Sie Buddy? Buddy ist mein Hund. Sie haben ihn nicht gesehen, oder? Ziemlich groß, dichtes schwarzes Fell, rennt Bällen hinterher wie ein Welpe, ist aber schon ziemlich alt. Nein, aber ich dachte sowieso, dass Haustiere im Bazar nicht erlaubt sind. Was ist mit Mo und Scott? Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Wer weiß. Aber Buddy, Buddy ist ein Streuner. Er kommt jeden Tag her und spielt mit mir. Ich würde ihn ja mit nach Hause nehmen, aber mein Onkel erlaubt's nicht. Irgendwann vielleicht. Hey, schon gewusst? Dass Hunde nur schwarz-weiß sehen, ist gar nicht wahr. Ich habe zwei Spielbälle und Buddy holt immer nur den blauen. Sein Lieblingsball. Das ist ja wirklich toll, aber ich muss jetzt wirklich weg. Scott und Mo finden. Es ist echt total toll. Ich weiß super viel über Hunde. Wussten Sie, dass Hunde 10 verschiedene Laute machen können? Och, Buddy, wo ist dieser Hund nur? Hör mal, Junge, ich habe wirklich keine Zeit für eine Hundeschule. Okay, okay. Wenn Sie keine Hunde mögen, hätten Sie mir das auch sagen können. Ich hab nicht... Egal jetzt. Ich sag dir Bescheid, wenn mir Buddy über den Weg läuft. Erstmal muss ich Scott und Mo finden. Warten Sie! Ich habe eine Idee! Das Bazar-Tor! Natürlich! Warum sollten Mo und Scott am Bazar-Tor sein? Keine Ahnung. Ich meine Buddy. Dort gibt es überall Knochen, weil... Naja, Sie wissen schon. Buddy buddelt am Tor immer wie wild. Tut mir leid, Junge, aber ich habe gerade keine Zeit für Buddy. Ich hab's eilig. Nach Menschenknochen buddeln finde ich ziemlich unheimlich. Aber Scott und Mo finden's irre witzig. Warte, also waren Scott und Mo am Ende gar nicht hier draußen? Weißt du, wo sie sonst noch sein könnten? Wenn Sie sie so dringend suchen, schauen Sie doch mal in der King William the Ninth Road. Scott hat uns da in der Nähe gezeigt, wie man Marder jagt. Danke für den Tipp. Keine Sorge. Sobald ich sie gefunden habe, schaue ich nach Buddy. Danke, Mister. Das hoffe ich doch. Vielleicht wird Buddy dann auch Ihr Freund. Für Sophie arbeiten interessante Personen. Ein Pilger zum Beispiel. Seid ihr hier? Eure Mutter sucht euch! Mo! Scott! Mo! Immer noch nichts. Das gefällt mir nicht. Thank you.
Mo! Scott! Da lang! Wir haben ihn fast! Das Schloss ist blockiert.
Scott? Deine Mutter hat mich geschickt. Wo ist dein Bruder? Wir haben gespielt und dann ist der Hund weggelaufen und... Mo! In welchem Stockwerk ist Mo? Zweiter Stock, nein, dritter oder vielleicht vierter. Ich weiß nicht. Bitte, hilf meinem Bruder. Geh zurück zum Bazar. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich. Pass auf die Infizierten auf. Thank you.
Ganz ruhig. Alles gut, alles gut. Du bist in Sicherheit. Es ist da draußen. Es hat uns angegriffen. Der Hund hat uns gerettet. Armer, kleiner Hund. Und wir... Dir geht es gut und du bist in Sicherheit. Alles klar? Schau mich an. Deine Mutter hat mich geschickt. Sie sucht euch. Komm raus. Es ist wieder da. Ich komm nicht raus. Tür zu. Schnell. Gut. Bleib hier. Ich sehe nach. Geh nicht weg. Lass einfach die Tür zu. Raus. Es ist vorbei. Du bist in Sicherheit. Bist du sicher? Ist das wirklich tot? Ja. Was hattet ihr beide hier eigentlich zu suchen? Wir sind nur rumgelaufen. Und wir haben das Bellen gehört und sind rein. Aber dein Bruder sagte, ihr hättet mit dem Hund gespielt und der ist dann da reingelaufen. Ja, das meinte ich doch.
Was auch immer du gemacht hast, ich verurteile dich nicht. Jeder macht Fehler. Ich lüge nicht. Ich sage die Wahrheit. Wir sind hierher, weil der Hund, er hat das Ding angegriffen. Buddy hat uns gerettet. Sonst wären wir... Wir können nichts mehr für ihn tun. Du verstehst nicht. Es ist unsere Schuld. Wir haben ihn hier reingescheucht, weil wir ihn gejagt haben. Warte, gejagt? Den Hund? Warum zum Teufel jagt ihr einen Hund? Für Mama. Für ihren Geburtstag. Wir haben gar nichts. Wir haben nicht mal was zu essen. Aber wir wollten nicht, dass sie hungert. Nicht an ihrem Geburtstag. Und als wir den Hund mit diesem Jungen spielen gesehen haben, mit Dominik, da, naja, hatten wir halt eine Idee. Bald ist es vorbei. Geht jetzt zurück zu eurer Mutter. Stop, baby. Für Sophie arbeiten interessante Personen. Ein Pilger. Hast du die Ziegen gekriegt? Danke, Aiden. Ich weiß, was du für uns tust. Die Stadt gedenkt ihre... Ich hab schon bei der Kirche gesucht, aber da war er auch nicht. Kommt schon, Jungs. Buddy ist jetzt auch euer Freund. Helft mir suchen. Das ist jetzt ungünstig, Dominik. Lass jetzt bitte meine Jungs in Ruhe. Aber was, wenn ihm was passiert ist? Wir müssen irgendwas tun. Scott! Mo! Sagt was! Ich frage euch ganz lieb. Bitte! Vielleicht kann dein Onkel dir ja ein Haustier oder so etwas kaufen. Er scheint ja ein wohlhabender Mann zu sein. Lass meine Jungs jetzt in Ruhe. Hey, Sie sind es, Mister. Haben Sie Buddy irgendwo gesehen? Also, habt ihr ihm noch gar nichts erzählt?
mir leid, Junge. Buddy ist tot. Aber er starb, als er deine Freunde gerettet hat. Sie haben es mir gerade erst selbst erzählt. Wir wussten nicht, wie wir es dir sagen sollten. Deshalb habe ich gesagt, du sollst bitte gehen. Ich wollte nicht so hart sein. Es ist nur... Es ist so ein Schock. Es tut mir leid. Dominic, ich... Danke, dass du meine Söhne beschützt hast. Und Dominic. Er ist noch so jung. Und du? Vielleicht seid ihr Pilger am Ende nicht einfach nur Kriminelle. Hier. Pass auf dich auf. Jungs, geht zu Dominic. Lasst ihn jetzt nicht allein.